Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 3. Wir sind im Uhrenturm. Hier gibt es mehr Schlüssel als Uhren oder Zahnräder oder was auch immer. Ich benutze mal das Silberrad hier. Oh oh, das passt nicht. Ich dachte, das wäre ein sehr easy Rätsel, aber das Silberrad passt nicht. Gut, ja. Wir haben viele Items im Inventar und ich weiß nicht, welche ich gerade ablegen soll. Ich nehme einfach alle mit. Komm, was soll's. YOLO. Es wird sich schon ergeben. Ich hoffe einfach, dass ich sehr bald das Zahnrad oder einen der Schlüssel benutzen kann und dann heißt, das brauchen sie jetzt nicht mehr. Und dann freue ich mich und sag, hurra! Ich mag es nämlich auch nicht mehr. Oh oh. Nemesis. Stars. Umbrellas. Use the light. Okay. Und jetzt fühlt er sich wie ein Star und muss sich selber vernichten. Ach so, schade. Ich dachte, dadurch, dass wir ihm ins Rampenlicht geschoben haben, hält er sich jetzt für einen Star und denkt sich, oh mein Gott, ich muss alle Stars vernichten, aber ich bin der Star. Das Spiel ist sogar nach mir benannt. Und dann vernichtet er sich selbst. Das wäre meine Strategie, wenn ich gegen Nemesis kämpfen müsste. Du bist hier der wahre Star. Nein, das kann nicht sein. Du lügst. Du weißt, dass es wahr ist. Schau auf die Spielverpackung, Nemesis. Das Spiel trägt deinen Namen. Nein! Dann stürzt er sich in die Lava. Ich wäre ein ziemlich guter Biowaffenvernichter. You've opened the lock. Das ist zwar gut, aber will ich das überhaupt, ehrlich gesagt? Ich weiß gerade echt nicht, wo wir überhaupt hin müssen. Was machen wir denn jetzt? Wir haben so viele Schlüssel, ey. So viele Schlüssel und so wenig Schlösser, die man damit öffnet. The God of Time. Hier sind jetzt die Spinnen weg. Das finde ich sehr schön. Jetzt können wir uns hier vielleicht mal ein bisschen ruhiger umsehen. Aber es sieht eh nicht so aus, als hätten wir hier irgendwas übersehen. Okay, Karte kurz studieren. Es gibt hier eine Tür, die ist verschlossen. Da kommen wir nicht weiter. Aha. That's that. Ha, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich schaue mich mal ein bisschen um, ob ich irgendwo ein Rätsel übersehen habe. Boah, ich könnte... weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe ehrlich gesagt die Begründung für die Existenz von dieser Spieluhr da hinten nicht. Warum steht die da und spielt quasi die falsche Musik? Ich meine, die habe ich ja oben bei dem Rätsel auch schon eingegeben. Da ist ja auch nichts passiert. Insofern. Ah, okay, ich mach's nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen, okay? Aber eigentlich habe ich es schon getan. Aber jetzt haben wir die richtige Musik oben eingegeben. Jetzt gebe ich nochmal schnell die falsche Musik ein. Wenn ich überhaupt nochmal mit dem Ding interagieren kann. Aber wir sind ja gleich oben. Lass mich schnell gucken. Damit ich mir genau merken kann, damit wir schneller sind. D-U-D-D-U-D. Das ist leicht. Du D-D-U-D. Na, dann gehen wir nochmal schnell hoch. Hallo Spinnen, solange nicht auf dem Boden sitzt, haben wir keine Probleme.
könnt ihr da einfach weiter vor euch hinspinnen. Essen Spinnen eigentlich Zombies im Resident Evil Universum? Ich meine, seriously, warum nicht, oder? Warum sollten sie das nicht tun? Wäre fast komisch, finde ich, wenn die nicht auch Zombies attackieren würden. Außer die stinken denen irgendwie zu stark oder was weiß ich was. Nee, ich kann damit gar nicht mehr interagieren. Okay. Es gibt ja schon irgendwie die faszinierende Tendenz, dass T-Virus-infizierte Wesen koexistieren. Die Cerberus essen ja auch keine anderen Zombies. Das ist irgendwie was, das nie so richtig erklärt wird. Okay, also das Silberzahnrad funktioniert hier schon mal nicht. Ich habe auch kein Item in meinem Inventar, mit dem ich entweder das Silberzahnrad irgendwie zuschleifen oder ergänzen könnte. Und auch sonst kein anderes Zahnrad. Okay, ich schaue mir mal kurz die Schlüssel nochmal genauer an, vor allem den neuen hier. Ach so. Ah, aha, tatsächlich. Das war jetzt ehrlich gesagt eher wieder, weil ich mich verdrückt habe. Aber irgendwie, ne, weil die Schlüssel so weird aussehen, habe ich mir schon gedacht, dass man die vielleicht kombinieren kann. Nein, guckt euch das an. Und jetzt können wir wahrscheinlich die eine Tür hoffentlich da unten öffnen. Nein, die sind immer noch rot markiert. Was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Für was haben wir jetzt den Schlüssel? Wir haben jetzt einen kombinierten Kronos-Schlüssel. It's a key designed to adore a god of time. Und in der Bibliothek haben wir eine Notiz gefunden. Kann ich jetzt das Zahnrad, das Ventil drehen? Nee. Und in der Bibliothek mit dem Babyspinnen haben wir eine Notiz gefunden, die uns auch irgendwas vom God of Time erzählt. Gucken wir nochmal. Ich wäre gern der God of Time. Ich hätte gern Zeitstoppkräfte. Stellt euch vor, man könnte die Zeit kontrollieren. Ich habe mir das wirklich in meiner Jugend vor allem zu Schulzeiten oft vorgestellt. Ich glaube, das wäre meine Superheldenkraft gewesen, die ich am liebsten gehabt hätte, dass ich die Zeit manipulieren kann. Und wisst ihr warum? Wisst ihr, was der einzige Gedanke war, den ich damals hatte, was ich damit mache? Ausschlafen. Das war alles. Ich wollte nachts die Zeit anhalten, damit ich ausschlafen kann. Und vor der Schule einfach, wisst ihr, einfach mal zocken. Einfach mal die Zeit anhalten und 100 Stunden lang zocken. Und dann habe ich aber angefangen, mir Gedanken zu machen über diese Superkraft. Und habe mir gedacht, okay, wie funktioniert das eigentlich alles? Weil tatsächlich kommen mit der Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, eventuell Probleme. Und zwar große Probleme. Das erste Problem: Funktioniert Strom? Funktioniert die Technologie? Funktioniert irgendwas? Kann ich mit irgendwas interagieren? Und das führt dann zum nächsten sehr großen Problem. Aha, wir haben den Kronos-Key benutzt. Kann ich atmen? Kann ich Moleküle verändern? Bin ich wie in Zement gegossen, weil ich quasi nicht mal die Luftmoleküle um mich herum bewegen kann, weil alles eingefroren ist? Das wäre nämlich sehr ungünstig. Dann würde ich nämlich ersticken und sterben. Das will ich nicht unbedingt. Und dann, falls das Problem nicht gegeben ist, kommt das nächste Problem. Alter ich, während ich die Zeit anhalte? Und bin ich dann irgendwie mit Ende 20, 90, während alle anderen um mich herum nicht gealtert sind? Naja, ihr seht schon. Ich habe das sehr gut durchdacht als Kind damals oder als Jugendlicher. Für den Fall, man weiß ja nie. Für den Fall, dass ich wirklich mal Zeitstoppkräfte kriege, kann ja alles mal passieren. Da muss man schon drauf vorbereitet sein. Das ist ein echt sehr tragisches Bild. Ungewöhnlich. Tagebuch oder ja doch Taschenbuch des Söldners. 26. September. Es sind gerade mal 3 Stunden, seit unsere Mission gestartet ist. Aber vom Team sind nur noch ich und Chamble übrig. Die Anzahl der Zombies ist höher, als wir erwartet hatten. Es gibt keine Hoffnung mehr für diese Stadt. Wir haben uns bereits die Antikörper für den Virus injiziert, aber ich weiß nicht, ob sie funktionieren werden.
Ich weiß nicht, ob wir überleben. 27. September. Aha, das ist jetzt schon am nächsten Tag. Wir haben es geschafft, den Glockenturm zu erreichen. Aus Verzweiflung heraus haben wir einige verwundete Mitglieder ihrer Waffen beraubt und überlebende Zivilisten als Ablenkungsmanöver benutzt. Uns wurde beigebracht, dass wir dies, um zu überleben im Kampf, machen sollen. Aber besonders gefallen hat es mir nie. Wie auch immer, ein Mädchen ist erschienen am Glockenturm vor mir. Sie gehörte zu den Überlebenden. Sie sieht genauso aus wie meine Schwester, bevor sie verhungert ist. 28. September. Ich wollte so früh wie möglich evakuieren, aber das Mädchen nicht. Ihr Vater bestand darauf, dass sie die Stadt nicht verlassen würden, wo seine geliebte Frau beerdigt war. Ich wollte das Mädchen wirklich retten, aber Campbell hat gesagt, alles, was mich interessiert, ist unser Überleben. So habe ich vorher auch gefühlt. Aber jetzt? Der Glockenturm wurde zu einem gefährlichen Ort und ich will keine Fehler mehr machen. Naja, er ist anscheinend gestorben, während er das Mädchen beschützt hat. It seems that he died trying to shield someone's daughter. Ah, guck mal, Uhren. Und Statuen, die blinkende Sachen haben. Eine Maid-Statue, die eine Schale hält. Ein Kristallball ist darin. Oh Gott, ich befürchte fast, ich müsste hier drei Items nehmen, um das Rätsel lösen zu können, oder? Ein Obsidianball ist darin. Den dritten kann ich jetzt gerade nicht mehr nehmen. Ein Emberball. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Was haben wir hier hinten? Eine Glocke. Die muss ich doch läuten. Das ist aber ungünstig, dass die hier unten steht. Wir sollen uns dann der Hubschrauber holen. Ich verstehe, warum die Mercenaries Probleme hatten mit der Evakuierung, ne? Wenn die Glocke nicht hängt. So, gucken wir uns mal das Bilderrätsel an. Die Göttin der Vergangenheit. Die Göttin der Gegenwart. Die Göttin der Zukunft. Und da sind Schalen. Jetzt die Frage. Ich würde sagen, oh, ich habe keine Ahnung. Kristall packe ich mal in die Gegenwart. Amber. Ich versuche da irgendwie Logik draus zu ziehen aus den Materialien, aber ich verstehe es nicht. Kristall ist was, das über, ja, durch sehr hohe Temperatur und sehr hohen Druck über lange Zeit gemacht wird, aus Kohlenstoff. Obsidian ist geronnenes Magma, also auch was relativ Altes unter Umständen. Und Bernstein ist Jurassic Park Shit. Das ist alles alt. Aber ich würde sagen, das Jüngste ist unter Umständen Obsidian, aber der Farbe nach, vielleicht denke ich zu kompliziert, der Farbe nach würde ich Obsidian eher dem Tod zuordnen. Und Amber wäre dann die Vergangenheit. Aber ich habe keine Ahnung. Das hat nicht ganz gestimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Uhr auf 12 stellen muss. Wahrscheinlich denke ich wirklich viel zu kompliziert, oder? Ich tausche einfach mal Kristall und Amber und guck mal, was passiert. Vielleicht hat einfach nur jeder Stein einen gewissen Zeitwert. Und je nachdem, welchen ich wo reinlege,
verändert sich dieser Zeitwert. Oh, das ist aber ganz, das ist ja noch falscher als vorher. Meine Güte. Okay, wartet. Dann tausche ich jetzt einfach mal Kristall gegen Obsidian. Okay, tot. Tot, du bekommst jetzt Kristall. Wahrscheinlich ist irgendwo ein Dokument, das das erklärt, das Rätsel. Aber ehrlich gesagt gibt es nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten. Also können wir einfach ein bisschen testen. Okay, das war's leider auch nicht. Dann tausche ich jetzt einfach nochmal Amber gegen Obsidian. Dann kommt jetzt hier nochmal Amber rein, wie wir es eh schon hatten. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Alles falsch geklickt, was man falsch klicken kann. Also, Jaha-Uhr, ich verstehe schon. Dann kommt jetzt hier Amber nochmal rein. Ja. Und hier Obsidian. Yes. Da, 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 da. Wir haben ein Zahnrad. Und zwar das goldene. Und das passt vielleicht oben. Mal gucken, ob wir die kombinieren können. Jawohl. Gut. Das war's dann. Hier wurden wir mit einer traurigen Geschichte und einem netten Rätsel belohnt. Eine sphärische Glocke des Glockenturms. Man bräuchte schon unglaubliche Kraft, um sie zu bewegen. Ha, nicht mal Chill schafft's. Na dann. Das finde ich lustig. Vielleicht können wir nachher Nemesis mal fragen, ob der uns den verschieben kann. Aber ehrlich gesagt sah das so aus, als bräuchte man nicht unglaubliche Kraft, sondern eher einfach nur Gewicht. Es bräuchte man einfach unglaubliche Masse auch, um das zu bewegen. Ne? Wenn man sich jetzt mit 150 Kilo gegen die Glocke stemmt, ist das einfach was anderes, als wenn man es mit 50 Kilo macht oder 60 oder wie viel Chill wahrscheinlich wiegt. Und das ist von der Kraft so quasi relativ unabhängig dann. Ich schätze aber, eine gute Beinmuskulatur hilft. Oberschenkelmuskeln. Naja. Na dann lass uns mal das Glockenturmrätsel lösen. Leiter, Leiter, Leiter. Ich würde sagen, jetzt läuten wir die Glocke, dann kommt der Hubschrauber und wir haben es durchgespielt. Happy End. Schönes Spiel war's. Let's go. Und aus absolut unerfindlichen Gründen packe ich jetzt aber mal noch den Granatenwerfer ein, ne? Man weiß ja nie. Aber ich bin mir sicher, dass wir es quasi durchgespielt haben jetzt und dass nichts Schlimmes mehr passiert. Speichern.
Pew. Hey Leute, ich würde sagen, wir machen hier an dieser spannenden Cliffhanger-Passage Schluss für heute. Die Glocke läutet zum Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eine Folge haben wir noch, bevor wieder Streamzeit ist. Ich freue mich auf euch. Immer Dienstag und Mittwoch 18 Uhr live auf Twitch. Oder wenn es klappt, hier auf YouTube. Aktuell ein bisschen technische Probleme und so. Muss man mal ein bisschen rumdoktern und testen. Vielleicht muss ich wieder nur auf Twitch gehen, zumindest mal aktuell vorübergehend. Weil Doppelstream vielleicht einfach zu viel wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.